So, Hallihallö. Mit so einem Bild immer zu starten, bist du immer bekloppt. So. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rechnerteilen. In dieser Folge werden wir mal ein bisschen mit globaler Skalierung probieren. Hatte ich angekündigt. Dann werden wir noch ein bisschen gucken, wie der Rechner sich so macht. Mit hardwarebeschleunigter Videowiedergabe über VA. Also dieses Video, dieses Linux-System VA. Da gibt es ja auch noch VDPOW. Aber mit VDPOW habe ich noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt. Das funktioniert wohl nicht so gut. Oder ist für andere Grafikkarten oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bei Radeon bist du mit VA besser aufgehoben. Also ich zumindest bisher. Dazu werden wir mal einen kleinen Stick vorbereiten müssen, wo wir mal ein paar Daten drauf kopieren werden müssen. Ja, das macht wohl Sinn. Bitte OBS, spackt nicht rum, wenn ich den USB-Stick reinstecke. Test, Test. Okay, Mikrofon funktioniert noch, sehr schön. Kamera funktioniert auch noch, sehr gut. So, dann muss ich mal dich nach da. Nein. Dich, na. Wieso kann ich meine Kameravorschau nicht verschieben? Dann muss ich die mal kurz schließen und nochmal neu öffnen. Vorschuss, Vollbildprojektion auf Vollbild. Ich drücke die ganze Zeit die Shift-Taste, um das Fenster zu verschieben. Ich muss ja Alt drücken. Ja, für die, die Windows nutzen. Man kann unter Linux, wenn man ein Fenster offen hat, zum Beispiel, was wollte ich denn eigentlich öffnen? Achso, genau, den USB-Stick. Also, wenn ich jetzt den USB-Stick habe, warte mal kurz, kann ich damit direkt hier öffnen. Das ist der Ventoy-Stick? Ne, den Ventoy-Stick würde ich mal lieber nicht benutzen. Habe ich hier noch den anderen Stick? Du bist jetzt ja mittlerweile, du müsstest ja noch fast leer sein, richtig? Wenn ich Glück habe, sind da sogar noch Videos drauf. Ja, bei denen sind sogar noch Videos drauf. Okay, also wenn ich jetzt hier einen Ordner habe, ein Fenster habe, dann kann ich den nicht nur mit hier oben mit der Leiste verschieben, wie halt unter Windows der einzige Weg ist, sondern ich kann auch irgendwo im Fenster raufklicken, während ich die Alt-Taste gedrückt halte und kann dann das Fenster an beliebiger Position verschieben. Zum Beispiel auch, wenn ein Fenster, was ja unter Windows leider vorkommt, außerhalb des Bildschirms sich öffnet, also so geöffnet wird, weil der Bildschirm zu klein ist oder sich das Fenster die Position falsch gespeichert hat, dann bist du so unter Windows aufgeschmissen. Du kannst so nichts, hast du keine Chance, kannst du nicht verschieben. Unter Linux kannst du aber halt zum einen die Alt-Taste benutzen, um das Fenster beliebig zu verschieben. Und viele Programme, das hat man gerade eben schon gesehen, haben auch noch das Feature, dass wenn du in ein Programm irgendwo raufklickst, wo keine Bedienelemente sind, also hier zum Beispiel, wenn du hier raufklickst, dass dann das Fenster auch von sich aus sich dort verschieben lässt. Das ist natürlich nicht überall hier. Ne? Hier drinnen zum Beispiel würdest du irgendwas markieren. Aber da du hier nichts machen kannst, ist dann hier automatisch verschieben. So. Aber wie du siehst, mit Restriktionen, also zum Beispiel kannst du so das nur bis zur Kante hochschieben, nicht weiter. Mit der Alt-Taste hast du aber wirklich das ganz normale klassische Verschieben, was halt in jedem Fenster öffnet, in jedem Fenster funktioniert. Selbst bei Spiele, bei meinem Test. Und wie gesagt, damit kannst du halt alles aus dem Karren ziehen. Solange du noch einen Zipfel hast. Also wenn das Fenster jetzt komplett raus ist, also ne, ich habe ja links noch Bildschirme, wenn das Fenster jetzt raus wäre und du nur ein Bildschirm hättest, dann kommst du natürlich, weil du musst an das Fenster natürlich schon rankommen. Dann hast du natürlich auch so verkackt. Aber dass sowas unter Linux passiert, ist sowieso eher unüblich, weil der Windows-Manager sowas eigentlich unterbindet. Ja, von daher, wie gesagt, diese Alt-Taste unter Linux ist schon echt geil. Vor allem das Coole ist, das funktioniert auch mit komplett Vollbildfenstern. Also jetzt keine Programme, die exklusiven Zugriff haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel starte, was unter OpenGL den Bildschirm als solchen öffnet, das kann ich nicht verschieben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Video anmache, das hier zum Beispiel. Ja. Und hab das jetzt im Vollbild. Da kann ich auch einfach mit Alt das Ding auf einen anderen Monitor schieben. So, jetzt habe ich es hier bei mir.
Jetzt habe ich links von mir, rechts von mir, jetzt wieder auf dem Fernseher. Jetzt seht ihr auch. Unter Windows müsstest du immer das Fenster erstmal klein machen, kannst dann das Fenster verschieben und musst es dann wieder groß machen. Deswegen, also diese Alt-Tastenfunktion, die ist schon echt extrem cool. So, wir haben hier ein paar Videos, die sind direkt schon auf dem USB-Stick drauf. Das ist sehr geil. Und ich habe auch noch andere Testvideos drauf mit 60 FPS. Die sind aber alle VP9. Da müsste aber der Rechner auch schon schaffen, problemlos. Irgendwo hier sind auch noch ein paar Videos, die sind mit AV1. Da wird es schwierig. Ich glaube, das macht der Prozessor nicht mit. Gucken wir einfach mal. Sicher entfernen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt nehmen wir mal den Stick raus. In OBS funktioniert immer noch alles, bin ich sehr zufrieden. Ne, wie gesagt, bei USB habe ich immer so ein bisschen Angst, dass sobald sich eine Kamera mal für 2 Sekunden nicht meldet, für 2 Millisekunden nicht meldet, OBS direkt die Kamera abmeldet von sich aus. Ja. So, dann gehen wir mal wieder rum auf den Rechner. Endlich mal. Ne? Um den geht es ja hauptsächlich gerade. So. Stecken wir. Nee, erstmal schalten wir den Rechner ein. Erstmal schön einschalten und beim Hochfahren zu gucken. Und die F1-Taste drücken natürlich. Ne? Kennt man ja, ja. Ist ja gut jetzt. Ja, hier F1. Das ist ja. Ich drück mal was. Irgendwie gehabt schon. Kloß im Hals? Nicht wirklich. Aber es fühlt sich so an, als wenn hinten im Hals irgendwas wäre. Naja, ist auch egal. So. Können wir mal Stick jetzt hier reinstecken. Achso, müssen wir den WLAN-Stick rausnehmen. Und den anderen Stick reinstecken. Na komm. Links, rechts und unten. Ups, nicht. Ah. Aber diese Superposition hier. So, diese Maus brauche ich nicht. Die Maus brauche ich. So. Da ist er auch schon. Sehr nice. So, da ist er direkt dran zu sehen. Sehr schön. Einhängen und öffnen. Bumm. So, da haben wir Videos. Da haben wir. Wir können mal direkt hier. Ach so, es geht erst mit Full HD los. Ah, dann wird der AV1 definitiv nicht schaffen. Da hast du keine Chance. Gut, erst mal warten, bis er die ganzen Miniaturansichten geladen hat. Nicht, dass er damit nur noch belastet ist. Weißt du was? Wir machen das mal richtig. So, so und so, und die schieben wir jetzt mal nach so, damit wir hier wieder GKLM öffnen können, damit wir auch sehen, was unser System macht. So, aktuell macht, ja, gut, siehst du, hier ist jetzt die Schrift nämlich auch skaliert. Und das Fenster an sich aber nicht. Das ist natürlich, also hier, da, die Schrift ist skaliert, das Fenster selber aber nicht. Ist natürlich auch nicht so schön. Jetzt können wir das hier aber zumindest. Ne, jetzt haben wir ja Full HD. Das heißt, wir können es hochstellen und schon sieht das Ganze nicht mehr ganz so kacke aus. Apply und Close. So, wunderbar. So, CPU ist ruhig. Das heißt, wir können jetzt mal es wagen, das Ding hier mit MPV zu öffnen. Okay, ihr hört glaube ich auch nichts. Ist aber auch gut so, wir wollen ja nicht das Audio testen, wir wollen einfach nur Video testen. Ja, und da siehst du schon, der stockert. Also AV1 macht der Rechner halt noch nicht. Keine Chance. Wobei, guck mal, jetzt gerade, so bei schwachen Bewegungen schafft das sogar schon. Also 720p schafft er, glaube ich, mit AV1 Codec. Aber alles, was über 720p ist und auch, also alles, was über 720p bei 30 Bildern pro Sekunde ist, macht er nicht. Wobei, das ist, glaube ich, auch schon 60 FPS, ne? Ja, ist auch schon 60 FPS. So, dann probieren wir mal den VP9 Codex, den normalen. Jetzt habe ich voll 10 Meter Player geöffnet. Das wollte ich natürlich nicht.
Der schiedet immer, weil der nutzt nämlich standardmäßig die Hardware-Beschleunigung. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen erstmal gucken, ob er. Ich meine, gut, in dem Fall kann er die nicht nutzen, weil VP1 wird nicht Hardware beschleunigt. Haben wir ja letztens gesehen. So, hier, ne? So, das ist natürlich absolut gar kein Problem. Full HD, 60 FPS. Der ist ja gerade mal zur Hälfte ausgelastet. Das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt brauchen wir aber. Was ist bei League of Legends drin? MKV-Dateien. Haben wir hier irgendwas, was den. Ja, eben. Das bringt uns ja gar nicht so viel weiter. Weil das ist ja alles plus VP9 und AV1. Wir brauchen ja H264-Videos. Tja, da sieht man mal, wie wenig verbreitet dieser Codec mittlerweile ist. Gut, dann lassen wir das sein. Weil eben, ich meine, im privaten Bereich gibt es auch noch viele Videos, die haben H264. Aber gerade Videos von YouTube und so, die arbeiten halt kaum noch damit. Weil der Standard halt als veraltet gilt. Gut, dann lassen wir es auch an der Stelle, wie gesagt, denn mache ich den mal raus. Und hängen wir das Internet rein. Falscher Rechner? Da. Dankeschön. Und hey, du siehst hier nicht mal, bis wohin die Abgrenzung geht bei der Capture-Karte. So, wie lange haben wir? Ne, jetzt haben wir. So, das heißt, du kannst wieder weg. Und wir wollten ja mal gucken, wie es aussieht mit der Skalierung. Ob die das mittlerweile hinbekommen haben. Da hätte ich eigentlich auch gleich den Stick dran lassen können, weil da haben wir ja Vorschaubilder von den Videos. Ah, ein Hin- und Hergestecke hier. Klopst ja ein. Ja. Beruhig dich bitte. Wir sind hier in Erinnerung. So. Genau. Nicht sich entfernen. Öffnen. Wieso hat er mir gerade nicht einbinden und öffnen angeboten? Verstehe ich nicht. Ah ja, siehst du, hier sieht man schon so ein bisschen. Gut, jetzt nicht. Ja, die Frage ist doch, welche Ungenauigkeiten kommen jetzt durch die Capture-Karte und welche kommen jetzt wirklich durch das System selber? Weil hier bei den Ordnern zum Beispiel, der sieht sogar schon unscharf aus. Wir machen mal das Exempel aufs Exempel. Oh, oder so. So, das machen wir mal Screen. Ja, wir screamen ein bisschen. Und machen mal 300%. Ist auch das Maximum. Sehr schön. Jetzt wird gleich alles ganz schön groß werden. Ist mir aber Schnutzpiepe egal. Wow, siehst du, so groß ist das doch gar nicht. Schön. Sehr schön. Eieiei. So, 207831. Ja, und das sieht man auch schon beim zweiten Anmelden, geht das Ganze ratzfatz mit dem Anmelden, weil er halt alles bereits im Lesecache hat. Weil er hat ja immerhin 8 GB, ne? Da passt ja noch eine Menge rein. So, Startmenü ist geblieben, aber die Schrift ist alles riesengroß, logisch. Und jetzt ist aber die Frage, wie die Vorschaubilder aussehen. Ja, und bei den Vorschaubildern sieht man jetzt, das ist immer noch verschwommen. Das heißt, die Vorschaubilder werden wirklich einfach nur hochgestreckt. Weil, nee, guck mal hier, bei dem Bild, das hat er. Richtig. Das scheint nur bei den Ordnern so zu sein, oder? Ja, hier funktioniert's. Cool. Dann haben sie es ja doch gefixt. Endlich mal. Machen wir mal kurz die Seitenleiste. Wie waren das? Ja, ist natürlich jetzt alles viel zu groß hier. Seitenleiste anzeigen, Information war das. Bam. So, genau. Und hier haben wir jetzt nämlich auch noch eine Vorschau. Ja, die sieht doch auch gut aus. Aha. So, ja, die sieht perfekt aus. Die wird tatsächlich in der Auflösung gerendert. Also immer noch in Full HD gezeichnet. Und nicht einfach nur um den Faktor 3 hochskaliert. Cool. Da haben sie das tatsächlich gefixt. Egal, ich werde auf meinem Hauptrechner aber trotzdem so arbeiten, wie ich bis jetzt gearbeitet habe. Weil erstens ist es so bereits eingestellt. Und zweitens habe ich mich jetzt mittlerweile halt auch an das Feeling gewöhnt. Von daher würde es für mich privat keinen Sinn machen.
Aber für euch, ne, für die, die größere Bildschirme haben, ihr könnt also jetzt ganz getrost einfach mit der Bildschirmskalierung arbeiten. Das scheint jetzt mittlerweile gut zu funktionieren. Sehr gut sogar. Super gut. Ganz geil. Und für die, die sich nicht wundern, andersrum, für die, die sich wundern, warum die Taskleiste immer noch so klein ist, weil man die separat bearbeiten muss. Hier Bearbeitungsmodus. Und dann kann man nämlich bei der, ja, wie gesagt, ist es alles hier viel zu groß. Ich gehe erstmal hier mit der Auflösung runter. Das ist ja hier viel zu groß. Screen. So, oh ja. Siehst du, in dem Fall zum Beispiel ein Wunder, dass es diese Alt-Taste gibt. Kann ich jetzt nämlich einfach die Taste drücken und das Fenster. Welche falsche Fenster? Ja, ist richtig. Wait a minute. Was? Da habe ich das gerade gezeigt und schon gibt es hier Sachen, die das nicht können? KDE, was machst du hier gerade mit mir? Wieso funktioniert das bei dem Rechner nicht? Alt? Ja klar, der kleine Umbruch ist jetzt immer. Da ist nur das. Da ist was ganz anderes. What the fuck is going on, my friend? Na gut, dann müssen wir uns hier so durchwimmeln. Das ist ja interessant. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, merkt man vielleicht, ne? So, wir wollen auf 150 gehen. Genau. Warum geht das nicht? Und anwenden. Warum geht das nicht? So, dann einmal abmelden und abmelden. Warum geht das nicht? Jetzt sagt mir nicht, dass sie dieses Feature entfernt haben. Gerade wo ich es so gelobpriesen habe, können wir ja direkt mal, ne? Können wir direkt mal recherchieren. Gibt's doch ja nicht. Können wir einfach entfernen. Was ist denn los mit denen? Haben die gesoffen? So, mal gucken. Ja, sieht alles wieder normal aus. Also, sieht wieder aus wie 720p. So wie es ja sein soll. So. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, genau, das hier wollte ich zeigen. Bearbeitungsmodus starten. Und hier hat man nämlich jetzt die Höhe der Kontrollleiste. Und das kann man dann quasi anhand dessen, kann man es dann halt hier. Mal ganz kurz gucken, wie war das? Konnte ich nicht an der Stelle auch die Dinge einfach hochziehen? Warum ist das Ding jetzt hier im Weg? Weg mit dir. Oh mein Gott. Starten. Drag to move. Ich bin verwirrt. Gut, aber du musst halt hier die Zahl manuell hochmachen, ne? Und dann siehst du halt, damit wächst halt die Leiste. Das heißt, wenn du höhere DPI-Werte bei dem Bildschirm hast, also eine höhere Auflösung bei gleicher Größe, dann kannst du halt damit das Ding halt so hochstellen, wie es dir beliebt, ne? So, das ist Minimum. Interessant. 32 ist ja, glaube ich, Standard, ne? 48. Sieht gut aus. Ja, die Sache ist, ich lasse es mal auf 48. 40 ist zu groß. Ich mache mal auf 40. Weil derjenige, der den Rechner später benutzt, der soll ja nicht einen Herzinfarkt bekommen. So, lassen wir es mal so. Und das machen wir hier. Beenden. Sehr gut. So, folgendes wollten wir jetzt. Genau, nee, das war's. Video Acceleration bringt nichts, weil die Videos von YouTube alle in VP9 sind. Und das kann der Rechner nicht. Also nicht Hardware beschleunigt wiedergeben. Dafür ist die Grafikkarte zu alt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich auch noch. Wartet mal ganz kurz. Ich mache mal ganz kurz hier. Ich mache mal ganz kurz Pause, ne? So.
Das war schon wieder der Falsche. Leck mich am Arsch. Hallo. So, muss ich mal kurz hier die Stick auswerfen. From the Rechner. Also das sehe ich ja leider nur über die Capturing. Also in OBS, von daher. So, da einmal auswerfen. So, einmal schwupps, einmal dups, einmal yay. So, gerade mit dir. Dankeschön. So, einhängen. So, habe ich hier noch, mach mal einen Ordner. Neuer Ordner, H264. So. Was habe ich denn so für schöne Videos, die man da einfach mal reinklatschen kann? H264 habe ich ein paar. Die Frage ist, welche kann ich davon alle auf YouTube zeigen? Ah, ich mache mal ein paar, wo ich das Risiko einfach mal eingehe. Das zum Beispiel klingt gut. Das klingt sehr gut. Ist auch nur 720p, kann man es noch besser testen. Und dann vielleicht noch. Gut, Audio hört man sowieso nicht, von daher kann ich auch das Video nehmen hier zum Beispiel. Ja, das sieht doch gut aus. Da habe ich ein paar Videos. Ja, jetzt habe ich natürlich. Oh Gott, damit. Keiner macht mich. So. So, nehmen wir einfach mal die Videos. Die sehen gut aus. USB-Stick ist da. Und kopieren. Ich hoffe, ihr braucht nicht allzu lange dafür. Aber schon fast fertig. Sehr gut. Achso, ich kann ja euch wieder reinnehmen. So. Der Bereich der Geheimdaten ist vorbei. Ich meine, viel habt ihr natürlich eh nicht gesehen. Aber ihr hättet eh nur den Ordner die ganze Zeit gesehen. Da war das Pausebild viel schöner. Ne? So, sicher entfernen. Dankeschön. So. Einmal rausziehen, hoffen, dass dabei bei OBS noch alles läuft. Ja, Audio funktioniert, Kamera funktionieren alle. Sehr schön. So, dann kann ich jetzt wieder hier persönliche Ordner, genau, kann alles weg. Braucht keine Sorge. So. Achso, ich bin halt immer noch verwirrt, dass bei unserem Rechner das mit der Alt-Taste nicht funktioniert. Das recherchieren wir auch gleich mal. Wüsste ich gerne, ob sie das Feature entfernt haben, wüsste ich aber nicht warum. Oder ob man das irgendwie einstellen kann und das einfach nur nicht aktiviert ist, warum auch immer. Weil ganz ehrlich, das ist ein No-Go. Das ist eins der besten Feature überhaupt. So, Videos, H264. So, und jetzt haben wir hier so ein paar Videos. Wo ist GKLM? Bam, da haben wir es wieder. So. Und dann wird 720p mit H264, 60 FPS. Dann das Ganze nochmal mit Full HD. Und nochmal anderes Video mit Full HD, aber nur 30 FPS. So, jetzt gucken wir uns mal das Video einfach an mit MPV. Standardmäßig arbeitet MPV immer mit CPU-Encoding. Das heißt, wir haben. Nee, okay. Er nutzt schon die Hardwarebeschleunigung. Dann muss ich mal ganz kurz so machen. So, genau. So. Schaltmäßig haben wir also eine Auslastung von ungefähr 20, sagen wir mal 30%. Ja. Wenn ihr wissen wollt, was hier läuft, einfach könnt ihr danach googeln. Also bei YouTube googeln. bei YouTube YouTuben suchen. Und wenn ich das Ganze jetzt sage,
Hardwarebeschleunigung hat ja schon funktioniert, haben wir schon gesehen. Dann habe ich nur noch eine Auslastung von halt meinen 4%. Das heißt, Hardwarebeschleunigung klappt auf jeden Fall. Bei Full HD 30 FPS ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, gucken wir mal jetzt das hier an. MPV. Ja. Das sieht auch gut aus, aber das stockert schon. Das heißt, die Hardwarebeschleunigung schafft keine 60 FPS bei Full HD. Das ist natürlich sehr schade. Aber 720p müssen die dann wiederum schaffen, ne? Weil es gibt auch Hardwarebeschleunigungen, die können einfach allgemein keine 60 FPS, egal welche Auflösung. Deswegen gucke ich jetzt hier nochmal ja, hier, das läuft. Das heißt, das liegt hier wirklich nicht daran, dass die Framerate zu hoch ist, sondern einfach, dass die Gesamtrate zu hoch ist dabei. Oh, das heißt 720p bei 60 FPS kann die Grafikkarte und 1080p bei 30 FPS. Aus heutiger Sicht ist alles nicht mehr so geil, ne? Aber es würde halt zumindest ausreichen. Wie gesagt, die Grafikkarte kam im Zeitraum 2010 raus. Ja? Und da ging es darum, dass Windows halt so viel Leistung für alles braucht, dass du es unter Windows nicht mal geschissen bekommst, eine fucking DVD abzuspielen, ohne dass ab und zu Stocker entstehen. Ne? Ich meine, in den meisten Fällen klappt es, aber wenn du einen Film abspielst, jetzt als der, du hast einen Rechner, bist Familie, setzt dich auf die Couch mit deiner ganzen Familie und ihr guckt einen Film, dann wollt ihr um keinen Preis, dass auf einmal Ruckler kommen. Selbst wenn das nur selten passiert, wollt ihr das nicht. Und deswegen ist halt bei Windows das sinnvoll, alles über Hardwarebeschleunigung zu machen, weil die Grafikkarte schafft es auf jeden Fall. So, und deswegen ist halt diese beiden Codecs, die unterstützt werden. Na, wir hatten ja hier bei VA-Info, sehen wir ja, MPEG-2 wird unterstützt, das, was man halt für DVDs braucht. Und H264 wird unterstützt für Blu-rays. Und Blu-rays arbeiten halt mit 1080p bei 24 Bildern pro Sekunde. Das heißt, wenn der Hardware-Codec 30 Bilder pro Sekunde schafft, problemlos mit 1080p, dann reicht das halt für Blu-rays voll aus. Und für mehr war das ja nie gedacht. Ne? 4K Blu-rays gab es noch nicht im Jahre 2010. Also zumindest waren die im Home noch kein Standard. So, mal hier. Achso, Stick raus sieht ja schlecht. Ist auch angemeldet. Ja, wie gesagt. Und dementsprechend sind diese Hardwarebeschleunigungen vor allen Dingen halt für die Wiedergabe von Blu-rays gedacht. Und das schaffen die halt problemlos. Ja. Und der Full 10-Meter-Player nutzt ja auch standardmäßig Hardwarebeschleunigung, ne? Ja, bei dem fängt es an zu grieseln. Deswegen nutze ich den Full 10-Meter-Player auch ungerne. Wenn der anfängt zu stockern, dann grieselt der immer extrem. Gucken wir mal das hier. Genau, das läuft einwandfrei und läuft auch Hardwarebeschleunigt. Sieht man daran, dass die CPU fast nichts zu tun hat. Genau. Das heißt, wenn der nette Herr Kollege dann den Rechner halt für seine paar Videos nutzt, weil er hat auch Videos, aber er hat halt hoffentlich die Videos, die er mit der Kamera gemacht hat, und die hat H264 und die hat halt auch, ich weiß gar nicht, die arbeitet glaube ich mit 25 Bildern pro Sekunde. Also das, was halt so typisch PAL-Norm ist, warum auch immer. Ja, und dementsprechend halt kann er das auf jeden Fall machen, egal was die CPU sagt. Und ja, dementsprechend. Was tue ich hier? War schon wieder die falsche Tastatur. Ja, dementsprechend ist das also auch möglich. Warum funktioniert die Q-Taste nicht? Ach, weil ich im Full-10-Media-Player bin. Die Q-Taste ist ja bei MPV. Bei Full-10-Media-Player muss man ja Steuerung Q drücken. Tada! So, okay, also das klappt. Das ist schon mal sehr gut. Wie gesagt, wer googeln, wer sich für die Videos interessiert, ne, die sind die Namen. Danach könnt ihr bei Google googeln. Bei YouTuben. Ich lösche den Ordner wieder, weil der war jetzt nur für den Test gedacht. Ja. So. Das heißt, der Stick kann erstmal wieder raus und dann können wir mal gucken, warum es mit dem Alt nicht funktioniert. Sicher entfernen. Bam. Komm. Okay. Ja, Quatsch. Da. Dankeschön.
Ja, wie gesagt, gerade unter Linux, auch unter Windows, aber gerade unter Linux, Sticks bitte immer sicher entfernen. Weil, wie gesagt, Linux nutzt einen Lese-Schreib-Cache und gerade der Schreib-Cache sorgt dafür, dass wenn ihr Daten raufkopiert habt, die noch nicht zwangsweise schon drauf sein müssen. Das heißt, wenn ihr den Stick einfach so rauszieht, habt ihr eine Datei zerschossen. Hatte ich auch letztens bei mir auf Arbeit. Da sollte ich eine Präsentation machen von einem Kollegen, der hat halt bei uns an der Schule eine Präsentation gemacht, mit einer PowerPoint-Präsentation. Und das Ding war 6 GB groß. Was für eine PowerPoint schon echt heftig ist. Ja, aber er hat wohl Scheiße gebaut. Sie, das war eine Sie. Weil, als sie mir den Stick in die Hand gedrückt hat, konnte ich die PowerPoint nicht öffnen, weil sie beschädigt war. Mitsamt USB-Stick. Das heißt, sie, obwohl sie einen Windows-Rechner benutzt, privat, und wir in der Schule ja auch einen Windows-Rechner haben, muss also, als sie die PowerPoint raufgeschoben hat, einfach direkt, als Windows fertig war, den Stick rausgezogen haben. Und bupp, war alles futsch. Also mussten wir an dem Tag, wo sie bei uns Präsentation macht, extra nochmal von ihr privat zu Hause irgendwie per Online-Storage die Datei so runterladen, was natürlich bei 6 GB und bei schlechtem Internet ewig gedauert hat. Ja, so schnell kann es passieren. Dumm gelaufen. Deswegen Sticks einfach immer sicher entfernen. Erspart euch eine Menge Frustration im Leben. So, wir wollen Internet. So, du kannst wieder zu. Wobei, dann sieht man nicht, wie die ganzen Tasten. Oder so. Keine Ahnung. Firefox? Ich glaube, ich installiere lieber Chrome hier drauf. Ne? Chrome ist wesentlich schneller. Firefox braucht ja mal ewig. Was macht denn Firefox so lange? So. Wir brauchen. Oder wir machen mal direkt KDE. Weil einfach mein Handy ist der Akku ist scheinbar leer. Da summt er hier so rum. Ja, Akku fast leer. So, und da du hier nicht nerven sollst, wird es leider einfach ausgeschalten. Bye bye. Immer diese Handys hier rumbrummen müssen. Was ist denn hier eigentlich los? Da sind so hoffentlich Linien drin und habe vergessen, das Ding hier auf einzusetzen. Fertig. So, habe ich nicht Enter gedrückt? Ich schwöre, ich habe Enter gedrückt. Plasma als Überschreifung Keyboards applied on the left right alt key. Ne? Das klingt. Nee, Tastenkombination brauchen wir ja nicht. So, da scheint wohl auf Reddit auch die Hölle heiß zu sein. Wobei, nee, das ist ja schon von 2018. So alt kann das Problem noch nicht sein. Egal, wir lesen mal trotzdem. A few days ago, blablabla, blablabla, ja, nee, das ist auch wieder Tastenkombination. Das interessiert uns ja nicht. Weil Tastenkombis scheinen ja noch zu wirken, ne? Wenn ich jetzt hier sage, zum Beispiel, Fenster öffnen. Und jetzt Alt F4, das klappt noch. Ne? Also die Alt-Taste an sich, die funktioniert schon noch. Aber das mit dem Grabben passt nicht mehr. Okay, scheint also wirklich eine Option zu sein. So, was meinte er? Einstellungen, Windows Manager und den Fenster Verhalten des Arbeitsbereichs. Genau, da haben wir es ja. So, gucken, ob man das hier irgendwie deaktivieren kann. Also in unserem Fall aktivieren.
Interaktiv, Dims, Light, Schlag, Light verbessern, Ansicht, Animation, Blur, Falt, Appear, Mouse Mark, allow you to drag lines, nee, Slide, Display, Move, Thumbnail, Transparenz, Verwarmung, Fenster, überlaufende Fenster, Magic Queen, Show FPS. Show me what you got. Zeigt er nicht, egal. Desktop Grid, Desktop Overlay, Zugangshilfe. Vielleicht ist es damit bei? Mouse Click Animation, nein, Snap, nein. Track Mouse, nee, nee, nö. Nö. Macht keinen Sinn. Warte mal kurz. Kann natürlich auch sein, wenn's über Carwine läuft, dass er dann das hier meint. Verschiebung. Fensterregen. Ne, genau, das ist Fensterverhalten, Aktivierung. Aktivierung nach Klicken. Genau, das brauchen wir nicht. Doppelklick, Mausrad. Link. Horizontal, Linksklick, Rechtsklick. Hier sind wir zumindest schon mal im richtigen, ne? Beim richtigen. Ach, die haben es verschoben. Das ist jetzt mit der Meta-Taste. Okay, die haben es zugunsten der Meta-Taste verändert. Ist jetzt hier mit der Meta-Taste. Also, die Taste, wo die Windows-Flagge drauf ist. Manche nennen es Meta, manche nennen es Super, manche nennen es einfach Windows-Taste, weil bei den meisten Tastaturen da halt Windows drauf ist. Ja, okay, ist es also mit der. Kann ich das denn bei mir mit beiden Tasten machen oder? Ja, bei mir funktioniert es nämlich nur mit der Alt-Taste und hier funktioniert es nur noch mit der Meta-Taste. Das heißt, sie haben das eine zum Gunsten des anderen abgelöst. Warum? Also, das ist ja nun wirklich. Da muss ich mich jetzt umgewöhnen. Ich guck mal bei mir trotzdem nochmal bei mir in den Einstellungen nach, wie es hier gemacht ist. Systemeinstellungen, Fensterverhalten. Ja. Bei mir gibt es genau die gleiche Option, aber hier ist einfach alt drinne. Ja, genau das gibt es bei mir auch. Und das steht bei mir einfach auf alt. So, jetzt ist das genauso, wie man es von früher kennt, mit alt. Kann man die Fenster verschieben? Das ist natürlich, ja, und man sieht jetzt hier natürlich, was es noch so alles gibt. Das hier zum Beispiel wusste ich zwar, aber habe ich nie wirklich aktiv genutzt. Und was ich noch gemacht habe, ist bei meinem Rechner habe ich hier Transparenz ändern. Das ist stylisch. Ja, kann ich jetzt nämlich, wenn ich jetzt Alt gedrückt halte und mit der Scrollraste scrolle. Ist das geil oder was? Ja, kann ich hier das Fenster zum Beispiel leicht transparent machen oder die Konsole, die geöffnet ist, leicht transparent machen? Ja, so kann ich ein bisschen rumspielen. Wirklich produktiv nutzen tue ich das auch nicht, aber ich habe es schon ab und zu genutzt, aber eher selten. Also, da bist du dann besser dran, wenn du hier mit weiteren Aktionen, die kannst du glaube ich auch die Transparenz ändern. Nee, kannst du nicht? Ah, nee, nee, okay, nevermind. Ja, nee. Wie gesagt, also ist ein cooles Feature, dass man das hier so dann mit Scrollrad machen kann, aber habe ich dann letztendlich doch nicht genutzt. Trotzdem ist es bei mir so eingestellt. Ich mache es mal hier wieder raus, nicht damit derjenige den Schreck bekommt, anwenden. Aber wie gesagt, dass das hier auf Meta umgestellt wurde, standardmäßig, oder habe ich das bei mir umgestellt, damals? Ich bin mir sicher, dass es schon immer alt war. Und bei anderen Distributionen, also Knoppix zum Beispiel oder andere Fenstermanager, hier, ne, weiß nicht, Gnome, LX.de, QX.de, die arbeiten alle mit Alt. Also von daher schätze ich mal schon, dass es auch unter KDE, also bei KUbuntu, schon immer mit Alt war. Naja, also auf jeden Fall, wenn ihr das auch mit Alt wollt, wisst ihr jetzt, wo ihr es einstellen könnt. Ne? In die Systemeinstellungen, Fensterverhalten. Fensterverhalten und dann hier oben
bei Fensteraktionen habt ihr das. Also hier könnt ihr immer einstellen, was die Fenster machen sollen, wenn ihr bestimmte Mausinteraktionen vorführt. Und zum Beispiel halt hier das mit der Alt-Taste. Naja, ist schon cool. So, das Fenster können wir jetzt schließen. Achso, ich kann schließen. Dann schließen wir was da oben. Ah, jetzt kann ich alle Fenster wieder schön hier mit der Maus graben, auch wenn das X da oder irgendwas anderes irgendwo anders ist. So, easy. Bam. Ist doch geil. YouTube. Ja. Gut, das heißt, Videobeschleunigung funktioniert also auch. Das ist schon mal sehr gut. Alt-Taste funktioniert jetzt auch. Das ist auch sehr gut. Das funktioniert ja alles. Ja, easy. Ah, ist das Video aber auch schon 40 Minuten lang? Wollen wir noch mal einen Test spielen? Oder eher nicht? Können wir eigentlich noch andere Sachen? Nee. GZ-Doom jetzt zu installieren, lohnt sich nicht. Vor allem muss ich das übers Internet machen. Was ich auf jeden Fall noch installieren wollte, ist, das mache ich aber am besten auch off-Kamera, wegen den ganzen Zugangsdaten, denn Anydesk, das muss ich noch installieren. Ja, ansonsten müsst ihr mir mal sagen, ob ihr von dem Rechner, wenn ihr denn irgendwann mal wieder zu mir kommt, wird er wahrscheinlich, weil ich hoffe mal nicht, dass er den Rechner denn für ewig bei sich hält. Ob wir denn dann mit dem Rechner, wenn er dann wieder bei mir ist, irgendwelche Sachen mal probieren sollen. Weil ich meine, ich habe ja sowieso noch mein Testsystem, das habe ich ja auch noch, mein Testrechner, wo ja Windows drauf ist, den ich aus verschiedenen Gründen nicht abgeben werde. Jetzt bin ich raus. Genau, den habe ich ja auch noch. Ja, ob wir mit solchen Systemen mal irgendwie was machen sollen. Allerdings muss ich natürlich dazu sagen, auf meinem Testrechner läuft natürlich Windows. Wir können aber natürlich auch zum Beispiel per Live-Sticks oder ähnliches natürlich auch mal da irgendwas mit Linuxen drauf tun. Also wenn da irgendjemand mal gucken will, was irgendwas unter Fedora probieren möchte oder irgendwas anderes, was es als Live-Distribution gibt. Ne? Boah. Gut, ich glaube, ich mache mal mit der Folge jetzt Feierabend. Jetzt nochmal für 20 Minuten mein Test spielen. Macht keinen Sinn. Wir wissen, dass mein Test funktioniert. Und er hat auch ein schönes Spiel drauf. Ich weiß zwar nicht, ob ich ihn davon überzeugt bekomme, weil wie gesagt, er spielt normalerweise keine Spiele auf dem Rechner. Und sowas wie mein Test würde ihn halt völlig überfordern. Ich meine, gut, wenn er einmal im Spiel drinne ist, dann kann er sich vielleicht auch relativ schnell eingewöhnen. Ich meine, im Spiel ist jetzt nicht so schwer zu verstehen, was man hier machen muss. Ne? Ist alles relativ selbsterklärend. Aber ja, ich glaube mal, aus dem Alter ist er einfach raus. So lernfähig ist er nicht mehr. Von daher können wir das getrost vergessen. Ich lasse mein Test hier halt trotzdem drauf, natürlich, weil das eine schöne Testsoftware ist. Dass wenn irgendwas am Rechner grafikmäßig nicht funktioniert, um zu gucken, ob die Grafikkarte noch funktioniert. Es gibt natürlich auch noch andere Tools. Zum Beispiel kann man natürlich auch sowas machen hier wie GLX Gear. Das hier. Ne, kann man auch nutzen, um einfach die 3D-Fähigkeit der Grafikkarte als solches zu testen. Das Problem ist, moderne Rechner sind so leistungsstark. Weil das Problem ist, wenn mit der Grafikkarte irgendwas nicht mehr funktioniert. Ja, also wenn der Treiber nicht funktioniert oder wirklich die 3D-Fähigkeit der Grafikkarte nicht mehr funktioniert, was unwahrscheinlich ist, aber möglich, dann ist natürlich bei Linux so, dass der auf den Software-Renderer umsteigt. Und das Problem ist, dieser ist halt so performant, dass er halt auch so Spielereien wie das Ding hier selbst auf dem Rechner locker in Echtzeit schafft. Das heißt, das ist nicht ein wirklicher Garant dafür, dass die 3D-Fähigkeit des Rechners funktioniert. So ein Spiel allerdings schon. So, jetzt habe ich natürlich hier schön. So. Ne, so ein Spiel aber schon. Wenn das Ding hier in Vollbildmodus läuft, mit 60 FPS bei Full HD, dann weißt du schon, dass das auf jeden Fall über die GPU geht und nicht über die CPU. Ja. Ich meine, bei meinem Rechner hier. Da schaffe ich das tatsächlich auch auf Vollbild, also jetzt nicht 4K Vollbild, aber Full HD Vollbild, auch über Software-Rendering mit 60 FPS.
was schon echt krank ist. Deswegen, also, ja, muss man halt immer gucken. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, mein Test, es ist immer so eine schöne Spielerei, um ein bisschen so die Grafikleistung zu gucken, ob da noch alles paletti ist. Von daher bleibt es auf jeden Fall drauf. Selbst wenn er es nicht nutzt. Vielleicht habe ich das verbrauchen, tut es jetzt auch nicht. Ich meine, hallo, das System ist komplett unterlastet. Ich meine, wir haben auf der Systempartition haben wir. Oh, nee, da, genau. Hier, auf der Systempartition haben wir noch 200 GB frei. Und auf der Home-Partition haben wir noch über 100, 210 GB frei. Also, das System, da ist nichts drauf. Und wie gesagt, er selber nutzt ja auch nichts. LibreOffice ist auch schon drauf. Das heißt, das Einzige, was er da macht, ist mit seinen USB-Sticks rumspielen. Und da wird er ja auf der Platte selber nichts verändern. Von daher ist der Rechner für ihn eigentlich schon viel zu gut. Ich habe auch ganz kurz überlegt, ich habe da bei mir noch so haufenweise Raspberry Pis rumliegen. Ja, ob ich ihn da nicht vielleicht einfach mal einen unterjubeln kann. Das Problem ist, LibreOffice auf dem Raspberry Pi ist schon sehr langsam. Also es geht, keine Frage. Und der Raspberry Pi 4, den ich habe, der hat ja auch schon 2 GB Arbeitsspeicher. Da ist das überhaupt kein Problem mehr. Und der schafft ja auch von der Rechenleistung her locker. Aber erstens müsste ich den erstmal hier ausbauen, weil der ist ja in meinem komischen Case da eingebaut. Und die ganzen älteren Raspberry Pis, also ich sage jetzt mal so erster und zweiter Raspberry Pi, weil der dritte ist ja auch mit meinem Akku zusammen da verschnürt. Deswegen wäre bloß der Zweier oder der Einser in Frage gekommen. Der Raspberry Pi 1 ist viel zu langsam, kannst du komplett vergessen. Ein Raspberry Pi 2 ist ja zumindest schon mal 4 Kerner. Aber auch das ist mit LibreOffice einfach aufgrund der Performance insgesamt einfach zu wenig. Von daher. Aber ich meine, Raspberry Pi 4 zum Beispiel, ne, wenn man jetzt einen Rechner haben möchte, der einfach nur Office machen soll, würde das halt tatsächlich schon ausreichen. Ja? Also, da muss man sich immer vorstellen. Ich meine, wie gesagt, wenn man jetzt ein bisschen mehr machen möchte, sowas wie YouTube-Videos zum Beispiel gucken möchte, da läuft man schon echt ans Limit. Und wenn man wirklich, wirklich mehr machen möchte, also jetzt, weiß nicht, mit GIMP-Bildbearbeitung oder Spiele spielen, da bist du halt, ne, das kriegst du mit dem Raspberry Pi nicht hin. Aber wie gesagt, so klassische Büroarbeiten, ne, das kriegst du mit dem Raspberry Pi 4 halt locker hin. Da hat der schon, da hat selbst der Dreier schon ausgereicht. Wie gesagt, der Zweier ist noch sehr langsam, mit dem Einser kannst du es vergessen. Aber wie gesagt, ab dem Dreier ist das Ding für Office-Arbeiten vollkommen ausreichend. Und ab dem Vierer bist du weit im grünen Bereich. Also, ja. Ich stelle am besten nochmal die Skalierung runter, weil er selber braucht keine so hohe Skalierung. Ich weiß nicht mal, welche Auflösung der. Weil, ne, bei ihm ist ja auch Bildschirm und Maus und Tastatur weg. Aufgrund des Ereignisses mit dem Blitzschlag. Er hat aber schon einen anderen Monitor und Maus- und Tastaturset. Aber ich weiß noch nicht, welche Auflösung das Ding hat. Deswegen, wir lassen die Dinge hier einfach mal auf 100%. 100 ist gut. So, anwenden. Gucken, ob er es auch übernommen hat. Ich wüsste zwar nicht, warum er es nicht übernommen haben sollte, aber er weiß. Sicherheitshalber einfach immer probieren, ne? So, 2 0 0 7 0 8 1. Am besten würde ich das Passwort auch so drin lassen und auch ihm so geben. Aber vielleicht findet er raus, wofür das Passwort steht. Und bevor jetzt hier jemand kommt mit, aber Ronny, die ist das Ananas. Was machst du jetzt, wenn. Dann ist ja sein Passwort bekannt. Erstens muss man dazu wissen, wer er ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn zu zufällig findet, ist super gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass einer meiner Zuschauer ihn zufällig findet, geht nicht gegen null, es ist null. Ja? Es mag physikalisch unmöglich klingen, eine Wahrscheinlichkeit von 0% zu erreichen, aber die Wahrscheinlichkeit ist bei 0%, glaubt mir. Ja? Ich meine, nichts ist unmöglich, außer das. So, ja, sieht doch wieder alles gut aus hier. Skalierung stimmt wieder.
So, passt. Sehr gut. Dann ist der Rechner soweit schnieke. Und damit sind wir mit der Serie auch durch. Da kann ich ihm den Rechner also einpacken und dann kann ich ihn sich abholen. Hoffentlich macht er ihn nicht kaputt. Sonst mache ich ihn kaputt. Weil die Hardware in dem Rechner hat historischen Wert für mich. Deswegen, wenn der Rechner zurückkommt, und ich hoffe, der kommt schneller zurück und nicht erst in 5 Jahren, dann gucke ich mal, ob ich das Ding als Retro-Rechner einfach so lasse, wie er ist. Vielleicht das Gehäuse tausche, weil, wie gesagt, das Gehäuse, habt ihr ja gemerkt, das Gehäuse ist einfach Murks. Oder ob ich halt, ja, wie gesagt, das Gehäuse tauschen und dann den Rechner halt als so Retro-Spiele, ne, so. Ja, ist schon geil. So ganz Retro, ich meine allererste Erfahrung mit Computerwelt habe ich ja, na gut, also meine allererste Erfahrung überhaupt war damals mit dem Windows 95 Rechner. Oder war es von 98? War, glaube ich, sogar schon 98. Das war ja noch so ein richtiger, ich weiß gar nicht mehr, was im Pentium 3? Auf jeden Fall weiß ich noch, wir hatten zwar, also der Rechner hatte zwar eine Grafikkarte, aber ich hatte unter Windows keinen Grafikkartentreiber. Das heißt, ich hatte tatsächlich, meine ersten Erfahrungen mit dem Rechner waren wirklich mit VGA-Auflösung und 16 Farben. Dann weiß ich noch, dass ich damals unter Microsoft Paint mit dem Orange immer so schön rumgespielt habe, weil es Orange in 16 Farben nicht gibt und dann der immer abwechselnd rote und gelbe Pixel gesetzt hat. Da habe ich als Kind immer mit rumgespielt. Ja, das waren meine allerersten Erfahrungen. Da habe ich auch noch mit MS-DOS ganz viel gespielt. Einfach weil, ne, 98 und MS-DOS ist ja fast naheliegend, weil du kannst ja aus Windows 98 direkt MS-DOS starten und andersrum. Ja, dann halt später, dann kam dann Windows XP und das war dann schon ein AMD-Rechner. Ein AMD Athlon 2. Wie viele Kerne der hatte, weiß ich nicht mehr. Es war, glaube ich, ein Einkerner mit 100, mit 1600 Megahertz, also 1,6 Gigahertz. Ja. Und das war dann so mein zweiter Rechner. Naja, meiner war ja offiziell alles die Rechner von unseren Eltern. Ne? Mein einen ersten Rechner war dann schon der Rechner, der jetzt, wie gesagt, auch hier ist. Der mit dem Firmen X4. Und halt der 6850. Das war mein erster Rechner. Als Kind. Also wie gesagt, die meinen allerersten Rechner, mit denen ich zu tun hatte, die waren halt nicht meine, offiziell. Ja. Okay. Glück von der Geschichtsstunde. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist das meine erste Hardware und dementsprechend ist die mir schon ein, naja, heilig würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es wäre halt cool, wenn die heile bleibt. Wenn sie heilig bleibt. ja, okay. Von daher, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sehen uns zum Eurotruck wieder. Ich habe irgendwie gerade mehr Bock auf Eurotruck als auf meinen Test. Ich glaube, ich spiele Eurotruck. Dann wollten wir sowieso gucken mit diesen Spezialmissionen, ob die noch funktionieren nach unserem letzten Milieu. Eieiei. Okay, ja, langjährige Rede, gar keinen Sinn. Ich rödel hier die ganze Zeit an der Maus rum, obwohl es die fucking Maus von dem Rechner ist, den ich gerade runtergefahren habe. Immer das Gleiche hier, immer das Gleiche. Gleich mal beiseite packen. Sonst kriege ich hier noch, kriege ich hier noch, kriege ich hier noch, ne? So, WLAN-Stick rausziehen, USB-Dongle rausziehen. Aber beides nicht mehr. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder. Meine schöne Tastatur und meine schöne Maus. Es ist so gut. Ja, tschüss.